Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, wir machen heute weiter bei Mario, aber schaut euch das mal an. Das ist noch die gute alte Zeit, wie viele Quests ich gerade offen habe, die ich machen kann. Es ist einfach so mega viel, was ich gerade machen könnte. Ich werde gerade quasi förmlich erschlagen von Quests. Das ist jetzt gerade so dieser Quest-Bereich, wo einfach alles voll ist. Gut, gucken wir mal. Mario, was hast du für eine Aufgabe für uns? Ein sehr beschäftigter Sterngucker. Hier geht es nämlich jetzt um die Aufgabe, wo wir diese Löcher bei Steves Farm beobachten müssen. Die konnten wir das letzte Mal noch nicht starten. Jetzt habe ich Zeit für dich. Steve hat also gedacht, du könntest das Teleskop benutzen, um herauszufinden, wer die Löcher gräbt. Das ist total verrückt, aber ich will dir helfen. Ich bin sehr damit beschäftigt, den Himmel zu überwachen, da einige ungewöhnliche Lichtphänomene gemeldet wurden. Bisher konnte ich aber nichts sehen. Ich war so damit beschäftigt, dass ich keine Zeit zum Essen hatte. Weißt du was? Wenn du runter zu Elisabeth in Veildale reitest und mir ein paar Cupcakes besorgst, lasse ich dich das Teleskop benutzen, solange ich esse. Ja, das können wir doch machen. Deal, das machen wir. Also runter Richtung Veildale. Eigentlich könnte ich dann... Das Orientierungsrennen mag ich nicht machen, aber das andere Rennen, das könnten wir dann doch gerade noch fix machen, eigentlich. Oder was meint ihr? Das könnten wir dann auch noch schnell in Angriff nehmen und gleich mit dazu machen. Wenn wir sowieso einmal da sind, ich brauche ja immer noch Geld für die Hose. Ich möchte mir ja gerne die Hose kaufen, die es beim Jorvik-Stall in dem Shop gibt, diese beige Reithose. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von beige bei Reithosen. Weil es einfach irgendwie immer schick aussieht und sich gut kombinieren lässt. Was bin ich jetzt zur Hölle für einen Weg geritten? Macht nichts. Ich bin den Weg geritten, den man auch beim Rennen reitet. es sieht immer irgendwie schick aus. Es lässt sich sehr gut mit sehr vielen Farben kombinieren. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe im echten Leben nur ein einziges Mal eine beige Reithose gehabt. Aber die, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da war ich noch ganz, ganz klein. Aber ich erinnere mich trotzdem noch sehr gut dran. Und ich habe da wirklich dran gehangen an der Hose, muss ich sagen. Also, die war auf jeden Fall schon sehr, sehr schick. Fällt mir gerade ein, sehr, sehr schick. Was ich ja dieses Jahr gerne mal im Real Life hätte, wäre eine schöne weiße Jeans. Ich liebe weiße Jeans. Die werden natürlich auch super schnell dreckig. Man muss mega aufpassen, wo man sich damit hinpflanzt. Aber... ich finde die so schön. Und ich habe seit Jahrzehnten keine weiße Jeans mehr gehabt. Also ich habe wirklich schon lange, lange, lange keine weiße Jeans mehr gehabt, die mir wirklich gefallen hat. Eine kurze Hose, ja, so eine weiße Jeans-Shorts, das schon. Aber keine richtige, normale Jeans. Ruhig auch aus etwas festerem Material. Ansonsten ist ja bei weiß oft das Problem, dass man so durchgucken kann. Ist dann auch immer doof. So. Hi Tiffany, schön dich zu sehen. Ich habe gehört, dass Alex bald zurück ist. Wir werden dann mehr Hilfe brauchen. Arbeite weiter an deinen super Wettbewerbsergebnissen und erledige mehr Aufträge hier in Silverglade. Oh, du bist hier, um Cupcakes für Mario zu holen? Er ist so besessen mit diesen Sternen, dass er zu essen vergisst. Bitte bring die Cupcakes zu Mario beim Observatorium. Wir sehen uns bald wieder. Wenn Alex zurück ist, haben wir viel zu tun. Ja, dann wollen wir doch direkt mal weiter. Das ist ein super süßes Connemara, den Apfelschimmel, den liebe ich total. Also, ich weiß ja nicht, ob nicht womöglich, also, ich halte es durchaus für möglich, dass hier auf Tiffany eventuell alle Connemaras einziehen werden. Ich liebe diese Rasse einfach. Ich finde die so toll. Ich finde die einfach so genial. Ich finde die spitzenmäßig. Finde ihr echt ganz, ganz klasse. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Connemaras haltet. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich immer so schwer damit zu sagen, dass es meine Lieblingsrasse ist, weil mir dann auch noch wieder andere Rassen einfallen, die mir mega gut gefallen. Ich liebe zum Beispiel auch den Isländer total. Aber bei den Isländern gefällt mir nicht jede Farbe. Bei den Connemaras gefällt mir absolut jede Farbe, die es hier im Spiel gibt. Mir gefällt der Apfelschimmel, mir gefällt der dunkelbraune, mir gefällt der windfarbene, mir gefällt der Fliegenschimmel.
Ich mag auch den Buckskin sehr, sehr gerne. Ich mag auch den Bay Rowan unheimlich gerne. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich habe ich jetzt was vergessen. Schande über mein Haupt dann. Wie viel habe ich denn jetzt aufgezählt? Also warte mal, Apfelschimmel, Fliegenschimmel, Bay Rowan, den haben wir noch. Wir haben den Dunkelbraun, wir haben den Buckskin, wir haben den Windfarbenen. Da komme ich auf 6 Stück. Aber wir haben doch noch eins. Jetzt habe ich eben gesagt, ich liebe alle Farben von denen. Jetzt komme ich auf eine Farbe nicht mehr. Das ist wieder typisch. Das ist echt typisch für mich. Aber ich finde die echt klasse. Ich finde auch die Araber super. Und die Araber Pintos finde ich auch ganz, ganz grandios. Ich werde mir da bestimmt auch noch welche von kaufen hier auf dem Account. Ich weiß allerdings nur noch nicht, ob es einer wird oder ob es zwei werden. Also es könnte bei den Arabern, könnten es eventuell auch wieder mehrere werden. Also die finde ich auch so klasse. Es ist nur schade, dass die so super teuer sind, dafür, dass sie ja eigentlich nichts können, sind wir mal ehrlich. Was können sie denn? Laufen. Das war es aber auch schon. Sie sind sehr gute Championatspferde, meiner Meinung nach. Also ich finde, dass die Araber sich auch sehr, sehr gut für die Championate eignen. Aber sie sind halt wirklich schweineteuer. Also da gibt es andere Pferde, die sind günstiger. Die sind günstiger. Die haben ja wirklich einen Preis wie ein Pferd, was irgendwas Besonderes noch kann. Oder sind teilweise sogar teurer. Ich glaube, 990 kosten die, ne? Der Isländer kostet 969 und der kann zum Beispiel noch tölten. Der Lusitano kann die Piaffe, der Lipizzaner kann die Levade. Und der Mustang kann buckeln. Also, die können eigentlich alle mehr und sind günstiger. Und das verstehe ich nicht so ganz. Der Friese ist auch so schweineteuer und kann eigentlich nichts. Sind die Friesen und die Araber von der Rasse her so unheimlich beliebt, dass Star Stable sagt, ach, die brauchen gar nichts können, die können wir für den Preis verkaufen. Wobei tatsächlich Star Stable die Pferde eigentlich für jeden Preis verkaufen könnte. Ich denke, solange es nicht über die 1000 geht, würde man sie so oder so kaufen, egal ob sie was Besonderes können oder nicht. Ich meine, das sehe ich ja an mir. Ich denke nur, dass dann bei 1000 wäre wirklich wahrscheinlich meine Schmerzgrenze erreicht. Dann würde ich meinen Pferdekonsum wirklich erheblich einschränken. Weil das wäre dann wirklich zu viel des Guten. Also so sehe ich das. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Aber ich glaube, das ist für mich wirklich der Punkt, wo ich sagen würde, boah, nope, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Das ist irgendwie so die Schmerzgrenze. Oh. Unglaublich, du bist ein Engel. Lecker, lecker. Während ich esse, kannst du das Teleskop benutzen. Ich habe es für dich eingestellt, sodass du es sofort benutzen kannst. Ich hoffe, dass du herausfindest, wo die Löcher herkommen. Dann gucken wir doch mal. So, huhu, sorry. Keine Zeit. So, dann wollen wir doch mal rein da. Noch tut sich nichts. Auch sehr schön wie... Ah, es ist so süß. Niedlich. Sehr, sehr niedlich. So. Zack. Schon fertig? Was hast du gesehen? Oh, Streifenhörnchen. Es wird nicht einfach, sie loszuwerden. Sie sind eine richtige Plage, habe ich gehört. Sie graben wie Bulldozer und haben eine Menge archäologisch wichtiger Orte zerstört. Ja, das interessiert Mario natürlich wieder. Du musst zu Steve zurückgehen und ihm sagen, dass du die Gräber entlarvt hast. Ich werde jetzt weiter den Himmel nach Unerklärlichem absuchen. Bestell Steve schöne Grüße und viel Glück mit den Streifenhörnchen. Unerklärlichem schreibt man aber eigentlich auch wieder groß, ne? Weil es ist ja das Unerklärliche. Also Star Stable hat echt erhebliche Probleme in der Rechtschreibung, was die Abteilung angeht, die übersetzt, muss ich wirklich sagen.
Ich weiß es nicht, ob das eine deutschsprachige Abteilung macht. Ich weiß nicht, ob es direkt aus dem Schwedischen übersetzt wird. Ich weiß nicht, ob es erst ja ins Englische übersetzt wird und dann aus dem Englischen ins Deutsche. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es erschreckend, wie viele Rechtschreibfehler man hier wirklich drin findet. Also ich fände es sinnvoll, wenn Sie da wirklich nochmal jemand Deutschsprachigen drüber schauen würden. Und wenn da jemand Deutschsprachiges schon drüber schaut, dann finde ich es wirklich bedenklich. Dann finde ich es wirklich bedenklich, dass in Star Stable so viele Rechtschreibfehler drin sind. Muss ich wirklich sagen. Also, weil das ist teilweise schon wirklich ziemlich katastrophal. Es sind sehr, sehr viele Probleme auch in den News drin von der Übersetzung. Man erinnert sich an die Quest oder man erinnere sich an die News, wo die Ponys rausgekommen sind, die neuen. Da stand in der englischen News, stand drin, just as fast as normal horses, so irgendwie drin. Was heißt, sind jetzt genauso schnell oder sind jetzt endlich, also endlich natürlich nicht, aber im übertragenen Sinne heißt es halt, ja, die sind jetzt halt einfach so schnell, ne? Sind jetzt einfach genauso schnell wie Warmblüter. Was tue ich denn? Doch, ich reite schon richtig. Gott, ich bin verwirrt. Ich wollte ja zu Steve. Das passt schon. Und wie ist es übersetzt worden? Sind fast so schnell wie normale Pferde. Und das stimmt da einfach nicht, weil sie sind nicht fast so schnell, sie sind genauso schnell. Und dann gibt es halt eben einfach so Verständigungsschwierigkeiten. Hätten sie das nicht vorher in den News auf Englisch richtig gesagt, also in dem Video, in dem Teaser, wo die Ponys geteasert wurden, dann hätte ich das auch falsch verstanden, weil es ganz einfach falsch übersetzt wurde. Und das ist echt problematisch. Also da müsste Star Stable nochmal ein bisschen nachbessern und gucken, dass sie da nochmal jemanden vielleicht dran setzen, der sicherer ist in der Sprache. Ich weiß nicht, wer es bei denen macht, aber das ist doch teilweise wirklich schwierig. Sehr schwierig. So, jetzt sind wir schon mal wieder bei der Mühle. Wollen wir das Rennen hier auch noch machen, wenn wir gerade schon mal hier sind? Könnten wir eigentlich mal machen. Ihr habt ja gesagt, es ist okay, wenn ich auch mal so Dailies zwischendrin mache. Und ich finde, dass die Rennen, die gehören halt auch einfach dazu. Die Rennen gehören halt auch einfach dazu. Und wenn ich schon mal an einem Rennen vorbeikomme, ich denke, dann kann ich das auch machen. Wenn ich jetzt natürlich jede Folge an der Mühle vorbeikomme, dann mache ich jetzt nicht jede Folge das Mühlenrennen. Das wäre dann ja auch schon wieder doof. Aber ich denke, wenn ich so alle 20 Folgen ein Rennen mal mache, also was heißt ein Rennen mal mache? Also ich rede jetzt vom selben Rennen. Dass sich jetzt ein Rennen nicht permanent wiederholt, ich denke, dann ist das völlig okay. Oder auch kurze, die kann man auch mal eben zwischendurch machen. Die kann man leichter mal eben zwischendurch machen als so lange Rennen, wie jetzt zum Beispiel das bei Loretta. Oder ich finde auch Fort Pinter ist ein ziemlich langes Rennen. Auch die Veildale-Strecke eben ist ein ziemlich langes Rennen. Die würde ich jetzt nicht so oft und regelmäßig mit reinnehmen wollen in die Folgen. Weil dann wird es einfach irgendwie too much. Dann ist es irgendwann auch, dann sagt man, okay, Tilt, Ende, aus. Es ist zu viel. Es ist einfach doof. Das bringt dann auch nichts mehr. So, aber Windfeather, ihr seht es, ihr geht es auch schon wieder ein bisschen besser. Ich mache das jetzt so, wie ihr mir das gesagt habt. Ich mache das jetzt so, wenn ich es mal wirklich einen Tag nicht schaffe zeitlich, dass ich die Pferde versorge, was eigentlich echt traurig ist, wenn das bei mir so eng gestrickt ist zeitlich, dass ich es nicht mal schaffe, mal eben meine aktuellen Pferde zu versorgen. Das sind nämlich gerade mal 4 Stück. Es sind Melody Heart, es sind Mini Magic, es sind Love Secret und Windfeather. Und wenn ich das schon nicht schaffe, ne? Aber dann mache ich das halt so, dass ich alle 2 Tage meine Stallhilfe bezahle. Dann spare ich mir die Hälfte. Huch, es lädt gerade einiges nach. Es haben scheinbar sehr, sehr viele frei jetzt wegen Rosenmontag, weil ich nehme nämlich gerade am Rosenmontag auf. Jetzt weiß ich mal, was ich sagen wollte. Ich bin verwirrt. Egal, das ist nichts Neues. Welch Unheil, Streifenhörnchen. Erst Mäuse und jetzt Streifenhörnchen. Die Löcher in mein Feld graben und eine Bedrohung für die Saat, Menschen und Pferde sind. Ja, das ist aber auch, also ganz ehrlich, das geht ja mal gar nicht hier. Das geht ja mal überhaupt gar nicht.
Sie sind sehr schlaue kleine Kreaturen und sehr scheu. Du musst sogar ein Teleskop benutzen, um sie zu Gesicht bekommen. Du musstest. Der Tierarzt in Silverglade Village hat vielleicht ein paar nützliche Tipps dazu. Ich will ihnen nicht wehtun, weil sie so süß sind, aber ich muss sie auf jeden Fall loswerden. Reite zum Tierarzt und frage nach Tipps. Okay, das machen wir doch glatt. Das machen wir doch glatt. Das können wir doch diese Folge noch machen, dann haben wir wieder eine angenehme Länge. Dann passt das wieder alles schön. Huch, da war so eine kleine Bodenwelle, deswegen konnte ich jetzt gerade gar nicht lenken. Genau, Derek hat auch wieder eine Quest für uns. Wir haben so viel, was wir machen können. Oh. Hallo Tiffany, ich würde gerne helfen, aber ich kann gerade nicht. Ich muss ein Pferd mit Heuschnupfen behandeln. Wenn du morgen zurückkommst, dann kann ich dir helfen. Alles klar, dann kommen wir halt einfach morgen zurück. Ich weiß noch nicht, vielleicht nehme ich jetzt gleich direkt noch eine Folge auf. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Dann wird natürlich morgen was anderes kommen, beziehungsweise übermorgen in eurer Folge. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und wenn ihr die Folge komplett geschaut habt, dann schreibt doch mal Hashtag Heuschnupfen in die Kommentare. Also dann, macht's gut. Tschüss.